Hallo, Dominik hier von Für Kaffee mit dir. Ich bin hier gerade auf dem CES 2018 First Look Event von Samsung und heute wurde The Wall vorgestellt. Nicht The Wall TV, nur The Wall. Hierbei handelt es sich um einen modularen Fernseher, der aus einzelnen kleinen Micro-LED-Panels besteht. Micro-LED ist eine sehr ähnliche Technologie wie OLED, aber besteht nicht auch aus organischem Material, sondern ganz normalen, sehr, sehr kleinen LED-Subpixeln. Und dementsprechend hat es alle Vorteile eines LED-Displays und eigentlich keine Nachteile eines OLED-Displays. Ja, und hier vor uns, The Wall, man sieht auch im Vergleich zu der Dame oder zu den Herren hier, der hier steht, hat 146 Zoll. Aber wie groß man den TV dann haben will, liegt dann eigentlich im Gusto des Käufers. Man kann 50 Zoll machen, 40 Zoll. Oder was auch immer. Die Auflösung dann dementsprechend wird dann auch 4K sein. Also es wird eine minimale Größe geben, wahrscheinlich 55 Zoll und da wird es dann 4K. Und alles, was drüber ist, sind natürlich mehr Pixel, wird aber dann nur 4K wiedergegeben, aber auf die ganze Pixelanzahl hochgerechnet. Aber was ich jetzt hier sehe, das Bild ist in keinster Weise unscharf. Das ist wirklich scharf, wirklich gut geraten, wie die Technik genau funktioniert, wie viel sie kosten wird, wann sie kommt, was für Module es gibt, wie man die Module aufbauen kann, ob man sie erweitern kann, ob man, was auch immer, wie dieser Rahmen aufgebaut ist, ob der flexibel ist, werden wir alles noch in Erfahrung bringen können. Jetzt ist er hier an der Wand montiert. Vielleicht gibt es auch als Standversion, das wissen wir noch nicht. Informationen wird es dann erst im März geben und die geben wir dann natürlich auch sehr gerne an euch weiter. Mehr Informationen auf fürkaffee.de, abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt uns einen Daumen nach oben.